Wenn wir an Leuten vorbeigehen, reden wir Englisch, damit du einfach denkst, das ist der komische Typ aus Australien. So Leute, ich habe heute noch absolut nichts Produktives geschafft. Ich möchte jetzt auch einfach nicht mehr 14 Tage richtig durchballern. Einen richtig freien Kopf zum Entspannen habe ich auch nicht. Ich fahre jetzt nach Koblenz. Das ist eine ganz, ganz verrückte Geschichte. In Koblenz treffe ich einen Freund aus den USA. Wie wir uns kennengelernt haben, das erzähle ich euch noch. Und das? Hallo. Das ist Timothy. Ich war in den USA 2013. Und aufgrund von verschiedenster, echt seltsamer Umstände, musste ich frühzeitig nach Hause fliegen. Und ich war 15. Ich stand am Flughafen in L.A. Ich habe ziemlich doll geweint. Und Timothy stand, ich glaube, zwei Personen vor mir in der Security. Also hat er sich umgedreht und hat mir ein Taschentuch zugestreckt quasi und ich habe es genommen. Do you want to continue? Sure. And then we continued on through the security line. And once we both went through security, I saw Jana again. I guess I was brave enough to go up to her and talk with her. And we got talking for the next 45 minutes. Dann sind wir beide nach Hause geflogen. Ich habe meine ganzen Social Media Sachen deaktiviert. Also ich hatte für eine ganz, ganz lange Zeit kein Facebook mehr. Und so what did you do when you arrived home? I was very, very intrigued by Jana, but I only saw her for 45 minutes at the airport and I didn't really have a way to contact her. But I knew her name and I knew where she lived. So I tried to search for her on the internet. In the end, I was able to find her school. I actually wrote the school and I kind of explained our situation. Die haben niemals geantwortet. So yeah, and 2 years passed. Er hat mir halt auch eine Facebook-Message geschrieben. Ich hatte ja aber gar keine sozialen Medien. Und, was man auch noch sagen muss, wenn man jemanden nicht kennt, dann kommt diese Nachricht ja in den sonstigen Ordner. 2 Jahre später gucke ich in mein Facebook und gucke in diesen sonstigen Ordner und sehe Timothys Nachricht. Und ich so, boah, krass. Und dann habe ich halt einfach, ich habe einfach geantwortet. Ich so, hey, ich bin Jana, ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnerst. Und er war zu der Zeit in den USA und ist genau in dem Moment, wo ich die Nachricht geschrieben habe, aufgewacht. Und wir haben dann direkt noch, wir haben geschrieben, so, ja klar, erinnern wir uns, bla bla. Haben an dem Tag noch gefacetimed. Und seitdem war das so, dass wir in ganz regelmäßigen Abständen, also nicht so einmal die Woche, aber irgendwie so einmal im Monat, einmal alle 2 Monate, um echt zu wissen, was bei jedem anderen im Leben abgeht. Und jetzt war er gerade bei der Hochzeit eines Freundes in Tschechien und hat mich jetzt auch für einen Tag besucht. Also 5 Jahre, 3-mal gesehen und trotzdem finde ich das voll Hammer. Viele Leute sagen ja so, oh, Stuttgart und Berlin, das kann nicht funktionieren, das ist zu weit. Und ich habe mir so, nein, wenn man Freundschaft aufrechterhalten will, dann ist das immer eine Entscheidung, das ist immer Arbeit, aber es lohnt sich. Und man kann das schaffen. Also das ist kein Ding der Unmöglichkeit. Und das fordert, glaube ich, auch dem anderen so ein bisschen Freiheit geben zu können und trotzdem immer zu wissen, so hey, ich kann immer anrufen und ich soll auch anrufen und ich soll da rein investieren. Und bei uns klappt das richtig gut, oder? You agree? Very much so. So, also wir werden jetzt zusammen frühstücken und dann geht's für Timothy zurück in die Staaten. Leute, ich habe heute Nachmittag ein bisschen geschlafen und das ist ein Fehler, weil man wacht völlig desorientiert auf. Außerdem habe ich jetzt schon leicht wieder Stress, weil ich mir denke, scheiße, muss ja eigentlich wieder was machen und wir haben jetzt 7 vor 9, 8 vor 9. Ich war verabredet heute oder heute Abend mit Matty, den kennt ihr aus dem Hochzeitsvlog. Na, auf jeden Fall waren wir um 8 verabredet und ich habe gesagt, melde dich eine halbe Stunde vorher, weil ich weiß, er kommt gerade aus Frankfurt. Hat er nicht getan. Jetzt hat er gesagt, er ist gleich da. Hier ist er wieder. Hallo. Hallo. Es hat doch tatsächlich jemand unter das Video kommentiert, ey, Matty. Also irgendjemand von meinen Followern kennt dich. Echt? Ja. Vielleicht hast du dich auch selbst einfach gehypt. Matty sitzt so vom PC und schreibt, ey, Matty. Ich habe gar nichts gehypt. Ich habe niemandem irgendwas gesagt. Nein, ey, Matty fliegt in 3 Tagen wieder. Nach Australien. Nach Australia. Und dann nach Neuseeland. Und wenn du ihn so fragst, und wie lange bleibst du? Er so, ja, 1,5 Jahre. Ungefähr noch, ja. Richtig crazy. Ja. Naja. Also genießen wir jetzt die Zeit, die wir haben und tauschen uns aus, was in den letzten 1,5 Jahren so abgegangen ist, ne? Hang loose and go with the flow. Matty, was sagst du eigentlich zu deinem Stil? Das ist außergewöhnlich. Außergewöhnlich, ich werde hier komisch angeguckt, weil ich hier so aussehe. Piano bin und so Leute mich komisch angucken. Als Matty zu mir nach Hause kam, ich so, oh boy, wo kann ich denn mit dir hingehen? Überall. Und er so, überall, überall.
Jetzt haben wir vorgeschlagen, wir haben uns einfach vorgeschlagen, immer, wenn wir an Leuten vorbeigehen, reden wir Englisch, damit du einfach denkst, das ist der komische Typ aus Australien. Bin ich ja auch. Oh man. Wir wollen mal bitte appreciaten, wie ähnlich wir uns sehen, so vom Klamottenstil her. Auf keinsten. Man don't want no trouble, man I get burst like pop. Sie sieht einfach aus wie ein, wie ein Meerschweinchen, wollte ich sagen. Ein Meerschweinchen? Ja, Meerschweinchen sind süß. Okay. Moin Leute, es ist Sonntag und zwar der 26. August. Das heißt, ich habe jetzt wirklich 3 Tage Pause gemacht. Es kommt mir Ewigkeiten vor. Wir haben auch schon voll viele Leute gratuliert und ich so, Leute, ich bin nicht fertig. Also es ist genauso wichtig und genauso schwer. Tatsächlich hatte ich aber vor dem Schriftlichen viel mehr Angst, definitiv. Ich habe immer noch 10 Tage bis zur Prüfung. Ich habe mir jetzt einen Plan gemacht, also wirklich einen ganz genauen Plan mit Inhalten, was ich an welchem Tag schaffen will. Es ist schon ziemlich viel, so pro Tag, aber ich denke mir halt auch, irgendwie hast du es ja alles schon gelernt für Schriftliche. Dann muss einfach das reichen, was ich sowieso seit 2 Jahren in meinem Kopf irgendwie herumschwirren habe. Ich würde auch mündlich ganz gerne 1 machen oder 2. Mal schauen. Aber jetzt trinke ich erstmal Kaffee, dann geht es nach Münster hoch und heute beginnt tatsächlich auch schon der Lernplan. Das wird schon. Es ist Sonntagmittag, ich bin zurück in Münster, zurück am Schreibtisch. Noch 10 Tage, ich kann es kaum erwarten, dass es vorbei ist, aber jetzt reiße ich mich nochmal zusammen und lerne nochmal.